Ich wollte euch warte, ich komme nochmal rein. Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück, endlich wieder unter den Lebenden und heute mal per Video, denn ich habe vor ein paar Tagen endlich meine Bachelorarbeit abgegeben. Das heißt aber auch, ich habe die letzten Tage, Wochen und Monate damit zugebracht, in diesen blöden Laptop reinzuglotzen, immer zu der Neid zu tippen. Und jetzt habe ich gerade mal so keinen Bock, auch nur ein Wort zu schreiben. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache es mir diese Woche einfach und mache euch ein Video und quatsche euch einfach schnell ein bisschen voll. Leider ist es dann eskaliert und wir sitzen jetzt seit... Also seit mindestens 3 Tagen, oder? Seit 3 Tagen. Ich seit Montag. Jetzt ist es immer noch nicht perfekt, aber es macht ja nichts. Also los geht's. Mit im Boot ist der Danny. Hallo, hallo. Danny. Und dem Thomas Neumann, Hoffotograf, sein sauhelles Licht, das verhindert, dass ich ausschaue wie ein Gespenst. Deshalb an dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Thomas Neumann. Ihr kennt ihn ja von meinem Blog schon. Der Mann, der so wunderschöne Momentaufnahmen macht, der ist übrigens am Wochenende auch wieder auf der Hoftexplosion, aber dazu später mehr. Worüber ich eigentlich mit euch sprechen wollte, sind 3 verschiedene Sachen. Ich war ja jetzt für zeitlang im Off, hatte ganz viel Stress und habe jetzt hier mal einiges nachzuholen und will euch auch mal auf Stand bringen. Erstens, Baustellen. Ganz heiß diskutiertes Thema diesen Sommer. Und ich habe dazu noch gar nichts wutentbrannt ins Internet geschrien. Das will ich heute auf jeden Fall nachholen. Punkt Nummer 2, Erholung. Ich habe ganz dringenden Regenerierungsbedarf. Regenerationsbedarf. Ich habe voll studiert, gell? Ich muss mich unbedingt erholen und habe Augenringe. Und da wollte ich euch zum einen mal fragen, ob ihr ein paar Tipps für mich habt, wie man sich im Hoferland gut erholen kann. Und zweitens wollte ich euch gern ein paar Maßnahmen erzählen. Und zweitens... Und außerdem wollte ich euch von ein paar Maßnahmen erzählen, die ich so ergreife, um mich im Hoferland zu erholen. Ich habe nämlich letztes Wochenende was ganz, ganz Tolles gemacht und da wollte ich euch unbedingt dran teilhaben lassen. Und der Punkt Nummer 3 ist ein kleiner Ausblick. Oh yeah. Bin ja jetzt keine Studentin mehr, kann mich ja jetzt voll und ganz auf die Aufgabe hier konzentrieren. Und da wollte ich euch einfach einen kleinen Ausblick geben, was in nächster Zeit hier so passieren wird. Fangen wir doch mal mit Punkt Nummer 1 an. Baustellen. Heißes Pflaster diesen Sommer. Ich habe eure oft nachvollziehbaren Postings in diversen Hofgruppen mitverfolgt. Konnte mich da richtig gut reinfühlen. Habe mir aber auch ein paar Mal gedacht, was für Anfänger. Ich habe nämlich meine eigene Horrorbaustelle und zwar nicht auf dem Weg ins Büro, sondern hier direkt zu Hause in meinem Büro. Hier im Dorf wurden nämlich über Monate hinweg die Abwasserrohre ausgetauscht. Direkt vor meiner Haustür vorzugsweise. Und wie ihr wisst, arbeite ich im Homeoffice. Das könnt ihr euch dann so vorstellen. Ich habe versucht, 3 Monate lang meine Bachelorarbeit zu schreiben und währenddessen haben die Gläser in meinem Schrank geklirrt. Das war der absolute Horror. Ich will nicht wissen, was mein neuer Nachbar von mir denkt. Es hat mich ziemlich geärgert, aber irgendwie habe ich es geschafft, nichts davon ins Internet reinzuschimpfen. Wollte ich hiermit nachholen, fühle ich mich jetzt auch gleich besser. Schatz, willst du auch noch was ins Internet schimpfen über Baustellen? Das macht man als echter Hofer, habe ich so mitgekriegt. Ja, nee, jetzt kannst du mit deiner tiefer gelegten Karre langsam wieder durch den Hof schieben. Das ist klasse, ne? Einwandfrei. Also, einwandfreie Baustellen. Jetzt haben wir schon wieder einen ganz neuen Kreisverkehr und die Lego-Brücke hat eröffnet. Und dann ist ja Arsch wieder gut. Punkt Nummer 2. Ich wollte mit euch über Erholung und Entspannung im Hoferland sprechen. Ich wollte euch erstens um Tipps bitten, was macht ihr, um kurzfristig euch zu entspannen, am Wochenende zum Beispiel. Und ich wollte euch selber einen Tipp geben und euch was ans Herz legen. Ich habe nämlich am Wochenende was ganz Tolles gemacht. Und zwar war ich auf dem Reiterhof in Schollenreuth. Schollenreuth ist da hinten, unter Hartmannsreuth, Zettwitz, die Gegend bei mir. Und ich muss von Anfang an dazu sagen, ich bin mit dem Thema Pferde nie warm geworden. Schon als Kind habe ich das nicht verstanden. Wenn Mädels Wendy gelesen haben, habe ich die Bravo gelesen. Und ich habe auch gedacht, Pferdemenschen sind immer total versnobbt. Da muss ich ganz klar dazu sagen, das war ein Vorurteil. Ich habe euch ja auf Stadtlandhof schon mal erzählt von dem
Connemara Gestüt Isweide in Heideck. Auch da sind ganz, ganz liebe Menschen. Und durch den Danny kenne ich den Reiterhof in Schollenreuth. Das ist unter anderem ein Therapiereiterhof. Das heißt, man kann eine Reittherapie machen, man kann aber auch ganz normale Reitstunden nehmen. Und da waren wir am Wochenende. Und ich muss euch sagen, und das wird mir jeder bestätigen, der therapeutisch arbeiten muss, wenn es uns nicht gut geht, dann hat es oft damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit rumgrübeln oder dass wir uns über die Zukunft Gedanken machen und einfach nicht in der Gegenwart sind. Und das musst du in der Arbeit mit Pferden sein. Im Idealfall bist du dann noch draußen in der Natur bei uns. Jetzt wird es Herbst. Ich brauche es euch nicht erzählen. Das ist so schön, bei uns draußen zu sein, wenn die Herbstblätter blühen. Und dann musst du mit diesem Pferd einfach in Kontakt kommen. Du musst im Hier und Jetzt sein. Du musst natürlich aufpassen und du musst dich auch selber beobachten. Dazu sind die Leute dort noch ganz, ganz herzlich. Deshalb hier meine wärmste Empfehlung. Reiterhof Schollenreuth, falls ihr mal reiten wollt oder eure Kinder Reitstunden nehmen möchten. Was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, um mich zu erholen, und ich hoffe, das sehen wir uns, ist auf die Hooftexplosion gehen und da feiern. Denn Hooftexplosion bietet ja einfach alles. Also von Schlendern über in die Kunst eintauchen bis hin zu Abtanzen kann man ja da alles machen und ist auch noch kostenlos. Wir haben letztes Jahr noch tagelang, haben wir ja noch geschwärmt von der Veranstaltung, ne? Also, unbedingt auf die Hooftexplosion. Ich werde da hingehen. Und das Geilste ist, Schatz, am Samstag ist wieder diese DJ-Frau da. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Aus Bayreuth. Auf jeden Fall Samstag Nacht 0 Uhr. Die hat uns letztes Jahr so dermaßen die Ohren weggehauen. Die hat richtig Bock gemacht. Also, da kann so, man richtig abdancen. Da kann man richtig abdancen. Jo. Also dann hoffe ich, wir sehen uns spätestens Samstag auf der Hooftexplosion zum Tanzen. Dann reißen wir die Bude ab und dann ist alles wieder gut, ne? Was ich auf jeden Fall auch machen werde, um mich zu erholen, ist in die neue Hofsauna gehen. Besser gesagt in die renovierte Hofsauna. Da habe ich nämlich jetzt schon ganz oft gelesen, dass die richtig, richtig toll geworden sein soll. Ich weiß nicht, ob ihr schon da wart. Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen. Ich werde es auf jeden Fall testen und euch dann Bescheid sagen. Und freue mich natürlich auch schon dort unseren Herrn Fichtner, unseren Oberbürgermeister, wieder mit Handtuch umgebunden zu sehen, weil der gehört ja in der Hofsauna sozusagen zum Inventar. Dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3, ein kleiner Ausblick, was auf dem Blog demnächst passieren wird. Und da gibt es so ein paar Sachen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Die erste Sache, auf die ich wirklich gespannt bin, ist, ich werde ein alternatives Kindergartenkonzept für euch kennenlernen. Das hat es in der Form in Hof noch nicht gegeben, ist auch bisher nur in Planung. Ich werde sehr interessante Menschen, glaube ich, dazu kennenlernen, um euch dann dieses alternative Kindergartenkonzept dann vorzustellen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bin gespannt, wie die Leute da drauf sind. Also wenn ihr euch mit der Kindergartenfrage in nächster Zukunft beschäftigen müsst, dann bleibt hier. Und seid gespannt, was da kommt. Eine weitere Sache, auf die ich mich persönlich freue, weil die einen sehr positiven Nebeneffekt haben wird. Ich werde mich nächste Woche endlich mal wieder mit dem Rüdiger Strobel von der Landmetzgerei Strobel zusammensetzen. Rüdiger, die ganze Zeit hat es nicht geklappt. Endlich haben wir einen Termin gefunden. Ich bin gespannt, was wir uns zusammen ausdenken. Und ich muss auch sagen, ich freue mich, weil das auch im Sinne meiner Erholung sein wird, denn so langsam ist durch den ganzen Stress irgendwie gar nichts mehr an mir dran. Ich bin froh, wenn ich mal wieder ein bisschen Speck zulegen kann. Und wer, wenn nicht der Rüdiger Strobel, kann mir da als Ernährungscoach helfen. Dann kommen wir auch schon zur allerletzten Sache. Ich wollte euch... Dann wollte ich euch nochmal drüber informieren. Letzter Punkt. Am 17. Oktober um 20 Uhr im Kunstkaufhaus ist Quaff zur Nacht, die Talkshow ohne Kameras, zu der ich jetzt schon dreimal eingeladen wurde, ohne es zu merken. Also, die Talkshow ohne alles. Wie Bovinala ohne alles. Genau, mit ohne. Mit ohne also alles. Die Talkshow mit ohne. Mit ohne alles, mit ohne Senft und mit ohne Kameras. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ich war da noch nie. Keine Ahnung, berühmt-berüchtigte Veranstaltung, muss ich sagen. Ich habe schon viel gehört, aber hab's noch nie hingeschafft. Und da bin ich echt gespannt. Und würde mich freuen, wenn ihr zu der Talkshow kommt, damit wir danach
auch noch ein bisschen talken könnten. Das war es soweit von mir. Jetzt bin ich gespannt, was die kommende Zeit bringt. Ihr Kinderlein kommt. Da haben wir noch ein wenig Zeit. Da haben wir noch ein wenig Zeit, ne? Gott sei Dank. Danke. Ach nö, ich mag Weihnachten. Was ich schön. Ja, aber das kennt ihr ruhig im Sommer so. Weihnachten im Sommer? Ja, freilich. Oh, der ist echt der Antichrist, ne? Braucht doch keine Sau, Weihnachten im Sommer. So, ich wollte mich eigentlich verabschieden. Also, das war's soweit von mir. Ich freue mich wie immer über Feedback und ich freue mich vor allem ganz besonders auf die kommende Zeit mit euch. Mach's gut, Danny. Mach's gut, Jenny. Mach's gut, Leute. Mach's gut, Leute. Mach's gut, Leute. Bye, bye. Ciao. Ciao.